Willkommen zu unserem Kitchen Kiosk. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, nämlich den Malte. Malte habe ich vor 6 Jahren. 2012, ja. Das in meiner WG in Rothenburgsort kennengelernt. Das könnte jetzt so in einem Monat 6 Jahre her sein. Verrückt. Malte macht heute Food Guide und was du da genau machst, das kannst du mal den Jungs da in diese Kamera erzählen, Jungs und Mädels. Ja, total gerne. Ungefähr 3-4 Jahre sind ins Land verstrichen, als wir mit einem Foodblog auf Instagram angefangen haben, um Restaurants zu empfehlen auf eine sehr nette Art und Weise. Nutzer generiert, das heißt, jeder durfte irgendwie seine Empfehlungen einreichen. Wir haben das Ganze kuratiert und das ist dann relativ gut abgehoben, sodass wir mittlerweile in Europa irgendwie knapp 1 Million an Followern auf Instagram haben, die sich jeden Tag von nettem Essen, netten Bildern vom Essen berieseln lassen. Daraus haben wir noch eine eigene App gebaut. Funktioniert ein bisschen wie Tinder, nur für Essen. Man swipet also durch Berichte. Ja, also sieht wirklich fairerweise genauso aus. Wir fanden das damals witzig. Mittlerweile ist das auch wieder ein alter Hase, aber es ist von der Bedienbarkeit relativ entspannt zu sagen, ja, mag ich nicht. Und dann, was man mag, wird gespeichert wie bei einem Match und dann kann man darauf eben arbeiten. Ja, und mittlerweile uns dann zu einer richtigen Firma entwickelt. Betreuen dann einige Kunden im Marketingbereich, im Gastrobereich, vermarkten unsere eigene Reichweite, starten eigene Events, haben jetzt eine eigene Eventreihe mit einer Foodtour gestartet in Hamburg erstmal. Genau, und so sieht man sich mal wieder und macht Spaß. Spannend! Also, hier ist der Deal: 5 Zutaten, 15 Minuten. Und bevor ich das Startknöpfchen drücke, ja. Kannst du dir jetzt unser Thema hier raussuchen. Das Thema der Unterhaltung. Gut. Schauen wir mal. Oh, das ist ein langes Thema. Ah, cool. Oh, da müssen wir aufpassen. Das ist für uns beide super. Oh, aber, okay. Das Zweite, da müssen wir natürlich jetzt aufpassen. Wer von unseren Mitarbeitern guckt denn zu? Nee, wir machen hier freie Schnauze. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz geil. Wichtig. Okay, also das Thema ist selbstständig oder angestellt. Ich stelle das hier nochmal demonstrativ hin. Jawohl. Ich würde sagen, ich starte, und zwar gibt es heute Farfalle mit getrockneten Tomaten, Pinienkern, Parmesan und Basilikum. Yes. Start. Okay. Deine Meinung? Meine Meinung. Naja, ich meine, ich bin natürlich selbstständig, du bist auch selbstständig und wir beide sind das auch schon ein bisschen länger. Dementsprechend stehen wir natürlich immer ganz klar für die Selbstständigkeit und die Vorzüge dessen. Und hast du klare Vorteile in der Selbstständigkeit oder siehst du auch klare Nachteile? Ja, natürlich hat man immer, es ist immer vor- und nachteilig, da will ich gar nicht drum rumreden. Ja. Aber ich denke mal, die Freiheiten, die man als Selbstständiger oder Freelancer oder wie auch immer hat, sind natürlich irgendwie vor allen Dingen extrem spannend. Man hat gleichzeitig aber auch 10-mal solche Verantwortung und hat dann eventuell die gleichen Freiheiten doch nicht mehr, wenn man jetzt über Urlaub spricht. Das sind dann immer die Freunde, die dir sagen, ah, du bist ja selbstständig, du kannst ja machen, was du willst den ganzen Tag. Ja, aber klar, muss aber auch irgendwie die Flöhe hüten. Und dann ist das vielleicht doch nicht mehr so easy, so ständig Urlaub zu nehmen. So im Vergleich zu meinen Mitarbeitern nehme ich mit Abstand am wenigsten Urlaub, weil ich gar nicht dazu komme. Und wenn ich irgendwie, ne? Ja. Dafür kann ich aber auch irgendwie mal morgens sagen, ich komme ein bisschen später, ich fange zu Hause an und muss mich bei keinem abmelden. Oder kann vor allen Dingen, das ist mir viel wichtiger, Projekte umsetzen, die ich will. Natürlich reden wir da mit Mitarbeitern drüber oder mit meinem Mitgründer und mit Stakeholder-Investoren, was wir jetzt als nächstes machen. Auch gerade, um das mal zu challengen, weil nicht immer alles, was ich sage, stimmt da irgendwie, um Gottes Willen. Mhm. Aber wenn man will, kann man das halt durchziehen. Und wie viel Urlaub schaffst du im Jahr zu machen? Ja, wenn ich mir dieses Jahr überlege, dieses Jahr war ich bisher vielleicht irgendwie 10 Tage weg. Mhm. Und dabei aber auch irgendwie die Hälfte im Homeoffice auf jeden Fall und immer erreichbar und relativ viel auch noch gearbeitet. Aber jetzt nicht in Deutschland, dann waren das irgendwie so 10 Tage und jetzt dann nochmal zum Dezember hin wahrscheinlich 2 Wochen Portugal um Weihnachten rum. Ja. Und da ein bisschen surfen, Beachhaus gemietet. Das sind dann irgendwie arbeitszeitig nochmal 5 Tage oder so. Aber so 2 Wochen am Stück mal weg und abschalten ist immer eher tricky. Mhm. Also, wie ist bei dir? Ich muss ja sagen, so, ich habe als Angestellter gern gearbeitet, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, weil man konnte unglaublich viel lernen. Das fand ich immer sehr, sehr charmant. Man hat viel beigebracht bekommen und irgendwann kommt aber der Punkt und da musst du dich ja selbst entscheiden. Kneifst du die Arschbacken zusammen und wählst den Weg der Selbstständigkeit und dann, welche Vorteile hat es, welche Nachteile hat es, hat es Vorteile, hat es Nachteile. Ich glaube, das lernt man ja erst kennen,
wenn man das startet, definitiv. Und in dieser Selbstständigkeit heraus ist jetzt einfach, also egal, ob du Urlaub hast, finde ich. Ja. Immer wenn ich unterwegs bin, dann erwische ich mich auch dabei, selbst wenn ich am Strand spazieren gehe, dann gucke ich genau, was macht der Fischer, was hat der da jetzt rausgeholt, ach geil, jetzt macht er noch einen Grill an, so, dann bleibst du automatisch stehen. Ja, es ist ja dann keine Arbeit. Das, man schaltet da nie ab. Nein, genau. Aber genau. Das ist gar nicht negativ, ich wollte das auch gar nicht negativ sagen. Nee, null. Sondern dieses Thema, wenn man sagt, ah, ich will jetzt mal einen Retreat machen, irgendwie Handy aus für 2 Wochen, das geht dann einfach manchmal nicht, aber ich beschwere mich da gar nicht drüber, ich finde das gar nicht schlimm. Nee, das glaube ich dir. Also, ich glaube, man muss für die Selbstständigkeit geboren sein, man muss es wollen, definitiv, weil, wie du schon gesagt hast, diesen Druck, den man nachher hat, vor allen Dingen, wenn du nachher Angestellte hast, dann hast du ja nicht nur deine eigene Sorge auf dem Körper, sondern hast einfach die Sorge, what the hell, die Sorge der Mitarbeiter noch, ne? Naja, klar. Und das, ich meine, das ist ja auch menschlich, dass dann einer mal krank ist, der andere hat mal ein Problem privater Natur, der nächste will ein bisschen mehr Geld haben. Ist auch völlig in Ordnung, völlig normal. Mhm. Aber klar, neben dem, dass man darüber dann redet, wenn man den einen Brand gerade gelöscht hat, geht der nächste wieder los, dann hat man privat dann nochmal irgendwas, was irgendwie nicht so gut läuft. Und man muss natürlich immer mit mehr Sachen sich beschäftigen als vielleicht andere. Ja. Aber ich würde auch mal sagen, dass auch Angestellte, die ähnlicher Natur sind, aber irgendwie angestellt sind, die verhalten sich dann genauso. Und auch so Leute gab es auch schon bei mir und gibt es auch bei mir. Die verhalten sich dann auch irgendwie eher entrepreneurial oder wie man das dann nennt. Und übernehmen automatisch mehr Verantwortung, weil sie Bock drauf haben, weil sie sich fürs große Ganze interessieren. Absolut. Absolut. Jetzt wird's interessant. Ich habe gedacht, nach. Wie lange kochen wir jetzt schon? Also ganz 4,5 Minuten. Ich halte mich mal ganz kurz fest. Ich habe jetzt hier einfach mal ganz easy Verfalle in den Topf geschmissen. Ist überhaupt keine Kochkunst. Also so gesalzenes Wasser. Selbst gemacht natürlich. Nein, Trockenverfalle. So, dann habe ich jetzt hier Pinienkerne. Die verbrennen wir übrigens immer. Ich habe gedacht, wir saufen jetzt mal einen kleinen Wein. Ja. Du kannst ja auch einen Rosé oder eine Scheurebe. Scheurebe auf jeden Fall. Ja. Den kenne ich auch schon, der ist wunderbar. Auch das Label ist richtig geil. Ja. Also da kann man nichts sagen, oder? Leute, das ist ja Wahnsinn. Ich finde auch, Scheurebe ist so... Die kommt wieder. Genau. Ich übernehme mal eben hier, ne? Ja, bitte. Man kennt es gar nicht so. Aber wenn man es säuft oder trinkt, genießt, wie auch immer, dann... So, willst du mal probieren? Kann man das schon machen. Ob der Kork hat? Ich glaube, dieser Wein hat keinen Kork. Das hat letztens einer im Restaurant gefragt, beim Weißwein, ob ich mal probieren will, da könnt ihr Kork haben. Weil ich sage, ja, mach einfach rein, wird schon passen, ist euer Hauswein. Er meinte, ihr könnt ja Kork haben. War aber auch ein Schraubverschluss. Ist das so? Ja, da habe ich mich im Restaurant ein bisschen gewundert. Ich habe da gleich eine interessante Geschichte zu. Wunderbar. Kannst du machen. Sehr lecker, ja. Als ich, guck mal hier, beinahe schon wieder verkackt. Als ich in Marburg studiert habe. Wo? In Marburg. In Marburg. In Marburg. Das ist ein wunderschöner. Echt in Marburg studiert? Da komme ich her. Das hatten wir doch schon mal. Deswegen kennen wir auch Robin. Ja, genau. Klasse. Mhm. Ach, stimmt. Ich wollte gerade sagen. Und zwar habe ich dann nebenbei im Cross gearbeitet. Cross und Hirsch gab es da noch. Im Akademikerviertel. Ja. Hirsch kenne ich nur noch. Und. Marktplatz ist das. Bitte? Wo war das? Welchen Stadtteil? Keine Ahnung. Ja, aber ja. Gut. Südviertel. Südviertel, ja. Südviertel. Ja. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Mike hat immer Service gemacht, ich habe immer Küche gemacht. Die Bude war immer bumsenvoll, so zum Wochenende. Geil. Und eines Tages kommt dann Mike rein und sagt, Anders, der Gast sagt, der Wein korkt. Also ja, dann bring doch ein neues Glas. Und dann sagt er, ja, aber das Problem ist, das ist der Hauswein. So, und den haben wir schön unten aus der großen Pappe in Flaschen gefüllt. Ja. Und haben ihn dann ausgeschenkt. Und dann sag ich, du Mike, mach doch einfach so. Du nimmst jetzt genau den Inhalt des Glases, füllst ihn einfach in ein neues Glas, bringst ihm genau den Wein zurück und sagst, Entschuldigung, geht aufs Haus, kommt nicht mehr vor. Und dann gucken, was passiert. Ja, und dreimal darfst du raten. Ja. Wollte da vor seiner... Guck mal hier, hab ich's nicht gesagt? Oh, da geht er noch. Das geht noch, ne? Aber darf ich auch noch mal ein bisschen Instagram bei machen, wenn ihr hier... Ja, auf jeden Fall. Dreifacher Medieneinsatz? Das ist ja dreifacher Medieneinsatz. Davon lebt die Welt auch heute. Ja, ja. Third Screen ist das denn schon hier. Das heißt, bist du jetzt dann jetzt auch am Arbeiten, richtig? Ja, das ist jetzt hier private. Ja, ich würde dann jetzt hier auch mal einfach das Öl von den Tomaten. Oh, herrlich. Ja? Herrlich. Da muss man auch nicht extra Öl einkaufen. Ja. Das ist ja totaler Nonsens. Ja, wir brauchen noch ein bisschen. Das ist super.
glaube, ich habe dich auch schon verlinkt bei deinem letzten Bild. Verlinkt hast du mich schon. Da, davon lebt die Welt heute. Paar Follower kriegst. So, ich habe jetzt hier von deiner Million ein paar Follower kriege. Mega. Nee, von meinem privaten. Von deinem privaten. 1000. Ich habe jetzt hier so noch so ein bisschen Basilikum hier in meinem wunderschönen Garten. Ja. Aber was ich richtig fies finde, übrigens, in der Selbstständigkeit, ist einfach das Thema Krankenkasse. Das ist schon so. Ja, wie, erzähl mal, wie bist du denn? Du bist auch privatversichert? Privatversichert, wahrscheinlich genau. Bei der Continental. Ah, Continental. Ich habe mich da jetzt auch nochmal unlängst mit beschäftigt. Ich bin bei der DBK nämlich. Ja. Weil meine Mutter verbeamtet ist und die ist dann schon ewig bei der DBK. Das ist ja die Beamtenkasse irgendwie. Mhm. Und kriegst du so Beiträge zurück, wenn du nicht zum Arzt gehst? Mhm. Ja, und bis zu 3 Monate oder sowas kriegst du, glaube ich, zurück irgendwie. Ja, genau. Wenn du irgendwie über so einen gewissen Zeitraum... Wenn man nicht zu viel kostet halt. Genau, wenn man halt... Hat aber dann auch mal im ersten Jahr dazu geführt, dass ich mir 10 Mal belegt habe, ob ich jetzt da hingehe. Genau, wenn man... Oder wenn man die Kosten nicht einreicht. Genau, das kannst du ja auch machen, ja. Genau, ich bin einmal in so eine Chirurgie reingegangen, weil ich dachte, ich hätte was ganz Schlimmes in meinem Leben. Und dann habe ich schon gedacht, okay, jetzt weiß ich auch, warum Privatpatienten so besonders behandelt werden. Ja. Also da war wirklich der Oberchefarzt und der hat mich vom kleinen Zeh bis zur Haarspitze. Ich habe gedacht, krass, jetzt bin ich 4 Stunden schon hier, habe Kaffee bekommen, Wasser. Bis ich dann 3 Wochen später aus unterschiedlichen Abteilungen die Rechnungen bekommen habe. Super, ne? Mhm. Habe ich auch schon mal gehabt. Mhm. Und dann war ich nochmal irgendwo und dann habe ich echt gebangt, was da jetzt gleich kommt. Ja. Ich habe mir schon irgendwie 10.000 Euro mir vorgestellt. Ja. Dann ging das komischerweise, aber dann war ich mal beim HNO. Ich will das Krankensystem jetzt ja, oder das Krankensystem mir auch gar nicht angreifen. Dann war ich beim HNO, weil ich da einmal im Jahr hingehe, weil ich einmal im Jahr zum Zahnarzt oder zweimal und einmal zum HNO, dass er einfach mal Nase, Ohren guckt einfach, ne? Ist ja meistens nichts. Dann stand auf der Rechnung drauf, Beratungsgespräch 50 Euro bis zu 5 Minuten, weil ich gesagt habe, hallo, guck mal rein, das war's. Und dann irgendwie linkes Ohr 25, rechtes Ohr 25, Nasenohr 20, anderes Nasenloch 20. Das war dann die Rechnung. Das ist gar nicht wahr sein. Also nur, Hammer, oder? Bei mir ist nur dieses Gespräch von, Entschuldigung, ich hätte gerne einen Termin, bis zur Terminaufnahme, 10,49 Euro. Ja, das ist der Hammer, ne? Beratungsgebühr A2, keine Ahnung. Ja, du weißt ja nicht, ob das bei den staatlichen Kassen genauso ist. Das kann ja auch sein, aber da kriegst du es halt nie mit, weil du diese Rechnung nicht nach Hause bekommst. Das kann man sagen. Ja, ich war auch kurz davor, da anzurufen und zu fragen, ey Leute, könnt ihr mir das mal erklären? Warum ist aber, das so? Ja, aber habe ich dann nicht gemacht. War mir dann doch unangenehm. Ja. Ja, was kann man sonst noch über die Selbstständigkeit reden? Cool. Vor- und Nachteil, wie immer, ne? Vor- und Nachteil, wie immer. Absolut. Ich glaube, als Angestellter übernimmst du ja auch so Verantwortung, aber du hast halt einfach hinten unterschiedliche. Also ich glaube, die Aufgaben sind teilweise gleich, nur hast du hinten nicht den Kopfgedanken und schläfst vielleicht mal die eine oder andere Nacht nicht. Ja, richtig. Oder weniger. Ja. So, und jetzt hole ich mal von der Schönerin mal nochmal Salz drauf. Mhm. Hast du die Nudeln nicht gesalzen, oder was? Nur ganz dezent. Nur ganz dezent. Ich die getrocknete Tomaten noch. Ja. Ich finde, das ist so ein geiles, schnelles Alltagsgerät. Ja, auf jeden Fall. Die Küche ist mega toll, Eier raus. Dann die leicht gebräunten Pinienkerne drauf. Käse mitschwenken oder oben drauf? Nee, gerne mit. Mitschwenken? Ja, der ist ja so riesig. Ja, jetzt ich mache dir noch mal einen kleinen Julien. Dann wirst du dich besser drauf. Gut. Was ist denn dein Geheimrezept, was du immer kochst, wenn mal gerade Not am Mann ist? Bestellst du, okay. War sehr cool. Ich hab den Geheimrezept. Nee, gibt's nicht so das Gericht, was du immer mal machst, wenn du nach Hause kommst und sagst, ach, die Dinger hast du immer zu Hause rumstehen? Also nee, null. Dass ich mich permanent essen beschäftige. Ja. Was ich auf jeden Fall zu Hause habe, ist immer Linsen. Ja. Ist immer Parmesan im Kühlschrank. Mhm. Und sind immer Spaghetti. Kennst du diese Numero Uno von. Die ganz dünnen? Mhm. Ja, die mag ich auch. Die normalen bin ich gar kein Fan von. Ja. Ich mag nur Bavette und die Numero Uno. Die Numero Uno, genau, die habe ich immer am Start. Dann natürlich Tomatenmark und Tomaten gebrüttelt. Und daraus kannst du schon ziemlich viel machen. Ja. Ich finde auch ziemlich geil, im Tiefkühler Blattspinat zu haben.
eingefrorenes Brot und vielleicht auch manchmal Fischstäbchen. Sehr gut. So, das ist jetzt auch mit relativ viel Liebe gekocht, wie du das siehst. Das sehe ich. Aber auch das Anrichten ist professionell. Ey, aber was willst du denn hierbei auch verkehrt machen? Nee. Ich stoppe hier mal die Zeit. Wir brauchen genau 13 Minuten mit Sabbeln und also das war jetzt kein Trinken. Das war easy. Cheers darauf. Also, ich sag vielen Dank. Ich empfehle euch, installiert euch Food Guide. Das schaut gut aus. Viel Spaß beim Nachkochen. Vielen Dank. Macht Spaß, hat Spaß gemacht. Und wir probieren es mal. So. Super.